Schönen guten Tag zum weiteren Visual J Forex Webinar. Leider heute ohne Kamera. Ich habe heute einen anderen PC gewählt. Ja, hoffe, dass das hier auch funktioniert, weil mir gesagt wurde, dass die Umgebungsgeräusche sehr hoch sein sollen. Ja, das will ich halt vermeiden, dass man mich auf jeden Fall gut hören kann. Okay, mit der Kamera ist jetzt ein bisschen ärgerlich, aber kann ich jetzt hier nicht ändern. Ja, Thema heute ist mathematische Blöcke und im Visual J Forex Bereich und da würde ich einfach mal ganz kurz die Sache starten. Ich habe gesehen, dass jemand eine Frage gestellt hat im deutschen Bereich im Forum, inwiefern es denn möglich ist, einen Indikator zu erstellen mit Visual J Forex. Die Frage höre ich jetzt schon häufiger. Die Sache ist die, dass visuell kein Indikator gebildet werden kann, noch nicht mit Visual J Forex. Ich gehe aber davon aus, beziehungsweise wurde mir versichert, dass in der Zukunft dies natürlich möglich sein wird. Aber zum aktuellen Status kann man dies noch nicht machen. Liegt daran, dass es eben immer noch im Beta-Stadium ist. Visual J Forex ist auch eigentlich nur ratsam für Demo-Verhältnisse. Wie soll ich sagen, die Anfänge, aller Anfang ist schwer. Und man versucht natürlich so benutzerfreundlich wie möglich alles zu implementieren, was der Benutzer vielleicht nicht weiß oder wissen muss oder wissen braucht. Mehrere Bugs gefixt und Fehler behoben und letztendlich neue Features implementiert und eingespielt. Also dort wird wirklich sehr viel verbessert, was Sie vielleicht auch nicht sehen als Benutzer. Aber hinter den Kulissen passiert einiges und ja, möchte mich vielleicht dafür entschuldigen, dass es vielleicht nicht immer alles so funktioniert, wie es funktionieren soll. Aber die rege Beteiligung im Forum bzw. die E-Mails, die wir von Ihnen bekommen, die hilft uns natürlich sehr, die Fehler zu finden, auszumerzen und natürlich dann nicht mehr wieder vorkommen zu lassen. Also bitte weiterhin, Zuschriften sind weiterhin erwünscht und hilfreich, weil wir sind ein relativ kleines Team. Wie Sie sehen, 5 Leute pro Sprache, ein Mann oder ein Kollege pro Sprache, also wir sind zu fünft. Ist natürlich klar, dass wir nicht jeden Fehler finden können und ist auf jeden Fall gut, wenn da weiterhin Zuspruch und Zusendungen ihrerseits kommt. Okay, mathematische Blöcke. Wenn ich mir das angucke, sind es letztendlich nur 3 Blöcke, die wir betrachten: Assign, Calculation und Calculation Expression. Assign zuweisen, Calculation, also eine einfache Kalkulation mit 2 Operanden und Calculation Expression ein wenig umfangreicher in der Funktionsweise. Ja, würde ich einfach mal Schritt für Schritt jeden Block erklären. Wenn Sie wie immer auf dieses kleine Informationssymbol klicken, finden Sie dazu eben erweiterte Beschreibung. Use the next simple assignment for variable value to the variable. Also letztendlich wirklich eine Variablenzuweisung oder eine Wertzuweisung zu einer Variablen. Hilfreich, wenn man, ja, also verschiedene Sachen, wenn man beispielsweise ein Signal hat und ein wenig übersichtlicher oder eben auch mathematisch logisch das Ganze verbinden möchte, könnte man sagen, okay, das Signal ist true beispielsweise, oder wenn die nach einer bestimmten Zähldauer von, oder sich, wenn sie irgendwas iterieren an Zahlen oder an Variablen, diese nach einem bestimmten Zeitpunkt wieder auf 0 oder auf einen bestimmten Wert setzen möchten, ist dieser Assign-Block essentiell. Defines assign value fill up. Natürlich können Sie nur Werte zuweisen, die auch denselben Typen entsprechen. Also es bringt Ihnen nichts, wenn Sie einen Wert zuweisen von beispielsweise 10 zu einem Boolean-Funktion, vom Typ Boolean. Der Boolean, wie Sie sicherlich wissen, hat eben nur Ja oder Nein.
Und 1 oder True or False. Und da geht natürlich 10 nicht. Oder wenn Sie eine Kommazahl zuweisen wollen zu einem Ringen Typen, das geht natürlich auch nicht. Und so weiter. Instrumente und diese ganzen Geschichten, was ich beim letzten Mal schon erklärt habe. Also, die müssen vom selben Typ sein. Ansonsten kommt dann wieder so ein nettes Fenster. Ich zeige Ihnen das mal eben. Beispielsweise. Okay, sowas zum Beispiel. Oder was können wir da am besten machen? Default Period. Und jetzt wollen wir da einen Wert definieren. Wie man sieht, kann man hier dies zuweisen mittels Auswahl. Wenn wir beispielsweise jetzt sagen, okay, ich möchte jetzt aber gerne dem Default Instrument oder ja, einfach um das Stop-Loss zuweisen, dann müsste eine Fehlermeldung kommen, genau, was dann eben gefragt wird, okay, ob wir dann zum Typ Integer alles wechseln möchten oder eben nicht, weil wir sehen ja, dass hier Default Period eine PER, also eine Period, Typ besitzt, eben nicht einem Integer-Wert zuordnen können. Okay, das zeige ich dann später, wie man das miteinander verbinden kann oder was ganz Nützliches. Was Kleines, Einfaches. Ja, ich denke mal, soweit dazu. Achso, wenn irgendwelche Fragen sind, bitte einfach in den Chat schreiben. Oder sich zuschalten, natürlich auch. Ja. Okay, Calculation. Wichtiger Block, wie eigentlich alle Blöcke wichtig sind. Calculation, also Berechnung. Primitive Calculation, okay, also einfache, nicht primitive, einfache Berechnung. Summieren, subtrahieren, dividieren und multiplizieren. Kann man hier unten in Settings alles einstellen. Also wenn Sie zwei Operanden haben, mit denen Sie die ganz normalen Grundrechenarten führen wollen, dann reicht Calculation. Was vielleicht wichtig ist und vielleicht für die Benutzer wichtig, die angefangen haben mit Visual Forex. Die Calculation Expression hat zum Anfang einen sehr schwerwiegenden Fehler aufgewiesen. Und bei meinen Recherchen bzw. meinem Durchprobieren habe ich herausgefunden, dass eben, wenn man Calculation-Blöcke setzt, beispielsweise 2 oder 3, um eine Expression eben zu ersetzen, komme ich ja gleich dazu, dann schmälert es den Rechenaufwand. Also sprich, die Simulation einer Strategie wird dann langsamer, wird schneller. Ja, also müsste man vielleicht 10, ich meine, wenn es dann vielleicht für eine Berechnung 10 Calculation Blocks nötig sind, dann leidet natürlich auch die Übersicht drunter, müsste man dann vielleicht situativ entscheiden, was dann vielleicht günstiger ist, wie auch immer. Wie Sie sehen, erster Parameter Numeric, also Integer Double Take Time. Zweiter genau dasselbe. Und als Result kommt dann eben natürlich wieder Integer Double oder ein Datum raus, je nachdem, was Sie addieren möchten. Ja, das wäre so die einfache Geschichte. Beispielsweise, Sie wollen einen Counter machen. Also beispielsweise, wenn Sie auch eine Candle irgendwas initialisieren und diesen Durchläufe quasi an die wollen, dann können Sie beispielsweise sagen, okay, Durchlauf plus 1, also Variable Durchlauf plus 1. Ich kann es immer machen. Das mal zu veranschaulichen. Okay. Durchlauf. Könnte man Double lassen. Machen Sie mal Integer, weil wir nur eine Zahl brauchen. Okay. Durchlauf 1. Und das wird dann erhöht. Ja, das wäre dann quasi so ein, glaube ich, im Java, bin mir jetzt nicht sicher, aber es wäre dann i ist gleich i plus 1 und so weiter. Sum ist es, glaube ich, im Java-Code, bin mir jetzt aber nicht sicher. Und ja, und dann können Sie beispielsweise, wenn Sie nach x durchläufen, beispielsweise Sie wollen 10 Kerzen haben und nach der 10. Kerze soll irgendwas gemacht werden, dann könnten Sie ja sagen, okay, nach der Kerze
Halt, nochmal so, nochmal ein F-Block. So, wenn Durchlauf gleich 10. Also dann fängt er wieder von vorne an zu zählen. So wäre quasi eine Schleife nach x Durchläufen möglich, wo man dann sagen kann, okay, tue an diesem Punkt irgendetwas. Also hier könnte man dann, weiß ich nicht, Close Position, je nachdem, was Sie machen möchten, könnte man dann hier zwischen anfügen mit Multiple Action, wie auch immer. Und dann am Schluss dieser ganzen Anweisung, oder auch am Anfang, das wäre logisch auch okay, könnte man dann halt Durchlauf wieder auf 0 setzen, sodass dann wieder das Ganze von vorne beginnt. Okay, das darf zu schlafen, das mache ich hier drüben nebenbei stehen. Calculation Expression, der ein sehr umfangreicher Block. Vielleicht ganz kurz, ich meine, das wissen Sie sicher nicht selber, aber man könnte hier beispielsweise A in die rechte Maustaste klicken. Da könnte man die Spalten hinzufügen. Dann haben Sie hier A und B. Also sieht aus wie ein Excel-Arbeitsblatt. Genauso könnte man auch die Zellen verwenden und hier auf die Informationen gehen. Used to make more complex arithmetic calculations, Formeln wie in Excel, genau. Each block has a result field. Genau. Also meines Erachtens, hier unten sehen wir die unterstützenden Operationen. Also dasselbe wie im normalen Calculation Block. Natürlich gibt es hier noch Exponenten, Modulus, Sinus, Cosinus und so weiter. Ich weiß, dass es noch nicht am Ende der Funktionsmöglichkeiten ist. Das soll also wirklich wie in Excel, nahezu zumindest wie in Excel, das Ganze verwendbar sein. Ja. Falls jemand schon versucht hat, also ich habe es mir selber herausgefunden, SQRT, also die Wurzel. Dort gibt es noch Probleme, wenn man ST später als ganzzahlig verwenden möchte. Also hier kommt ja ein Double theoretisch raus. Also die Wurzel aus 50 beispielsweise ist ja eine Kommazahl. Und wenn man die beispielsweise als Integer benutzen möchte, also als Default Trade Amount, obwohl da steht nicht Double, es ist möglich, klar, aber man kann diese Strategie noch nicht bilden, also um die dann im Java-Code schreiben zu können. Dort gibt es noch Probleme, aber ich denke mal, das wird im nächsten Update sein. Also Sie können in diesen Calculation Expression halt richtige Formeln einsetzen und die jeweiligen Variablen oder festen Werte natürlich dann hier in die Tabellen einfügen, wenn Sie natürlich eine weitere Zeile einfügen wollen. Add Row und so weiter. Remove und so weiter. Das sollte selbsterklärend sein. Sie können dann, ja, wie schon gesagt, einfache oder komplexe Formeln eingeben, eben wenn Sie diese Sachen eben benutzen. Also diese Sachen sind benutzbar. Damit funktioniert die Formel auch. Sie bekommen auch das dementsprechende Ergebnis. Natürlich können Sie diese ganze Geschichte hier, wenn Sie beispielsweise das so machen, Durchlauf 1, okay, Tempvariable, die machen wir weg. Okay, und das dann als Durchlauf setzen und hier können Sie dann sagen A1 plus A2 und das wäre genau dasselbe wie dieser Block hier. Wie der normale Berechnungsblock. Es bietet sich an, diesen Block in diesem Fall zu nutzen, weil es halt kürzer ist und weniger Speicher beansprucht. Hier müsste man halt mehr Sachen eingeben. Und
Also müsste man dann wirklich situativ entscheiden, was nützlich ist und was nicht. Wenn es vielleicht, also wenn man drei Operanden hat, dann ist klar, dann bietet sich natürlich die Calculation Expression an. Oder aber zwei normale Berechnungsblöcke. Beispielsweise die Equity berechnen wollen, die Lotgröße anhand der Equity berechnen wollen, hatten wir auch schon in den Foren teilweise behandelt. Wenn Sie also auf den Equity hier noch eine neue Variable einfügen, oder können Sie auch unterrücken lassen, nehmen das als Risiko, hoppala, Risiko, schließen das mal und machen das als True. Nochmal kurz zur Erklärung: Global heißt, dass es wenn Sie die Strategie gebildet haben, simulieren wollen, dass diese Variable veränderbar, frei definierbar ist, dass sie also in Visual J4X, in dem Strategieprozessor oder aber auch in der Plattform dort dann die Variable bestimmen können. Wenn Sie in Visual J4X die Strategie gebildet haben, können Sie auch, habe ich ja letztes Mal angedeutet, ein Signal produzieren mit dieser einen Strategie, um diese dann mit anderen Strategien zu verbinden oder zu bearbeiten oder ein Signal für die andere Strategie zur Hilfe nehmen. Diese wird dann halt in dem Block der Strategie erkennbar und dort kann man eben auch das alles ver falls Sie sich schon an Signal, also an die Strategieentwicklung mittels mehrerer Strategien herangewagt haben, haben Sie sich sicherlich schon gefragt, wie man dort in mehrere Variablen frei definierbar machen kann. Dies wäre dann halt eine Möglichkeit oder es wäre die Möglichkeit meines Erachtens, dies dann zu machen. Und ja, also Risiko sollte, sag ich mal, mindestens 1 sein. Und ja, kennt man also 10%, wie auch immer. So, beispielsweise wollen wir in diesem Fall 1% von der Equity als Handel nehmen. Also sprich, 50.000 ist jetzt, oder sagen wir 100.000, lässt sich leichter rechnen. 100.000 ist die Equity, 1% davon wären 1.000, also wäre dass der Trade Amount 0,001, also ein Tausendstel, in diesem Fall ja, also 1000 Trade Amount, dann würde die Formel eben dafür sein, okay, Equity mal das Risiko durch 1 Million, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay, und dann hätten Sie als Ergebnis, sage ich mal, die Lotgröße oder eben die Lot-Size. Achso, Minus geht nicht. Lot-Size. Okay. Und dann könnten Sie Open Market. Input Values. Eben die Lot Size. Sieht man auch schon, dass der Rest ausgegraut ist. Also man kann dort aufgrund des Typs eben auch nur die Lot Size dort hinzufügen. Und dann haben Sie einen individuellen Trade Amount, Handelsvolumen. Ist vielleicht nützlich, wenn Sie, sage ich mal, eine hohe Trefferquote oder Gewinnquote an den einzelnen Trades haben. Also wenn Sie beispielsweise vier oder fünf aufeinander folgende Gewinne haben oder einen Lust, dann macht es schon Sinn, das zu justieren, weil natürlich dann der vierte Trade am profitabelsten ist, wenn Sie jetzt dieselben Settings haben, also selber Take-Profit haben und schon lohnen. Ist, ja. Also lohnt sich wirklich nur, wenn Sie viele aufeinanderfolgende Sachen haben oder wenn Sie das Risiko beschränken wollen, wenn Sie mal einen Drawdown haben, also wenn Sie viel Verlust haben oder zeitweise zumindest viel Verlust haben, dass Sie dann das Risiko eben minimieren, indem Sie eben nicht eine feste Größe haben, sondern eben auf das
auf die Kontogröße justiert ist oder abhängig ist. Okay, das wäre es jetzt zu den mathematischen Operationen. Und ja, wie spät haben wir es? Halbe Stunde, genau. Das dazu. Dann würde ich vielleicht ganz kurz eine Strategie vorstellen. So, schauen wir mal. My Strategies. Was wir machen können. Ja, also der Calculation wäre halt so, dass die Standardgeschichte beispielsweise, genau, fällt mir gerade noch was ein, was ich schon mal angedeutet habe, glaube ich, in den vorherigen. Okay, wie Sie sehen, ist das ein Bug. Man kann also den Calculation Expression Block leider, ich habe ein bisschen verärgert, immer noch nicht löschen. Okay. Wenn Sie beispielsweise in diesem Fall, wenn Sie das Risiko vorher einlesen wollen, achso, Risiko habe ich jetzt hier vergessen einzufügen. Und jetzt Risiko. Okay, Entschuldigung, hier kommt natürlich nicht einzeln, sondern das Risiko. Okay, Entschuldigung, also das wäre der korrekte Block. Wenn Sie beispielsweise in der Strategie das Risiko nur einmalig einlesen wollen und dann nicht nochmal, weil Sie brauchen es ja nur einmal, wenn Sie Strategie ablaufen, dann könnten Sie das Ganze so gestalten. Also mal ganz kurz, weil es wichtig ist, wenn Sie nur an jeder Kerze Werte ablesen möchten, müssten zwei Blöcke vorhanden sein, das ist wirklich essentiell, weil ich jetzt bei manchen Strategien, wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, dass jetzt hier, also jetzt sehen Sie jetzt Contest-Strategien, also die Benutzer zu dem Contest, zu dem Virtual Forex-Strategie-Contest hochgeladen haben und frei verfügbar gemacht haben für andere Benutzer. Wenn ich mir so einige Strategien anschaue, sehe ich das halt immer wieder. Und dass dort eben Blöcke nicht verwendet werden, aber wirklich sehr, sehr wichtig sind, beziehungsweise sich dann auch nicht, ich sag's mal ein bisschen härter, brauchen Sie nicht zu wundern, wenn die Strategien auf der Plattform nicht funktionieren. Das sage ich eigentlich auch bei jedem Mal, also wirklich essentiell ist diese Geschichte, Default Instrument ist gleich dem Candle-Instrument. Dies ist wirklich essentiell, weil sonst verschiedene Trade-Größen beispielsweise oder Menge an Trades produziert werden. Weil, ich bin kein Programmierer, mir wurde es so erklärt, dass dort in der Plattform verschiedene Währungspaare, je nachdem, zu was ich oder welche Fenster ich offen habe, werden also verschiedene Signale von verschiedenen Währungen initialisiert, die halt die Strategie verwendet, unbeabsichtigt, aber wir grenzen das halt nicht ein, wir filtern nicht das ist im Code, wird es nicht so generiert. Ich glaube aber, dass es demnächst automatisch im Code implementiert wird, bin mir aber nicht sicher. Weil es kann ja wirklich sein, dass wir Trade-Signale, wie auch immer, gerne haben wollen würden. Und deswegen brauchen wir diesen Block nicht. Aber wenn man jetzt eine ganz normale Strategie bauen möchte, ist dieser Block essentiell. Also wirklich Default-Instrument ist dem Candle-Instrument. Oder wenn Sie es auf Tipp machen, Tippbasis natürlich dann Tick-Instrument. Das ist wirklich wichtig. Dann brauchen Sie diesen Block nicht, wenn Sie auf Tick handeln wollen. Aber in diesem Fall brauchen wir da Kerze. Na, Kerze. Candle Instrument.
das gleiche ist, was im Übrigen immer der Fall ist, wenn sie dann wirklich US-Dollar oder Gold oder Silber oder was auch immer handeln. Es ist also auch immer leicht. Das heißt dann wirklich nur, dass wir diese Signale filtern von dieser Währung. Wenn wir, wie schon gesagt, an jeder Kerze Werte vergleichen wollen, beispielsweise wollen Indikatoren sehen, Crossings, Kreuzungen und so weiter, dann ist das wichtig, weil sonst verschiedene Werte erscheinen können. Also ich habe zum Beispiel bei einem User im Forum hat man das eben gesehen, dass dort eben dieser Block nicht mit eingefügt wurde und dort beispielsweise drei Kerzen später oder eine Kerze zu früh gewisse Trades ausgeführt wurden und er hat sich gewundert, warum. Also das ist wirklich wichtig, dass wir Candle Period ist gleich der Default Period. Also wirklich, wenn man wie in diesem Beispiel sagt, okay, nach 10 Minuten, dann fängt die Strategie, also alles, was hier danach kommt, eben wirklich erst nach 10 Minuten an. Also ist dann das erste Signal und alle dort initialisierten Indikatoren, Variablen, wie auch immer, basierten halt nach diesen 10 Minuten und immer wieder nach diesen 10 Minuten. Das ist also auch wichtig. Okay. Zurück zu diesem Risiko, also wenn Sie das Risiko oder irgendwelche anderen Variablen, die Sie nur einmalig initialisieren wollen, wenn Sie die ja, nur einmal initialisieren wollen, beziehungsweise abfragen wollen von dem Benutzer, dann könnte man das relativ einfach so gestalten, dass man sich einen Block setzt, eine Variable vom Typ Boolean definiert, ist Trade, hoppala, ist Trade, Startwert ist True. Okay, if ist Trade ist True. Also wenn das Ganze wahr ist, dann dann werden die Werte eingelesen, beispielsweise Risiko, wie auch immer, oder Berechnungen, beispielsweise wenn Sie zum Beispiel eine Lotgröße berechnen wollen, in diesem Fall, oh, es geht ja gar nicht weg. In diesem Fall diese Geschichte. Beispielsweise, wenn Sie eine Strategie, beispielsweise eine Martingale-Strategie, also Mat heißt ja wie beim Roulette, es ist ja üblich, dass man eine Positionsgröße hat, die dann beim nächsten Mal, wenn man verlieren sollte, verdoppelt, verdoppelt und so weiter, sodass man dann 1, 2, 4, 8 und so weiter tradet. Dann könnte man die beispielsweise in diesem Fall die Equity von abhängig die Lotgröße Equity bestimmen einmalig. Dann könnte man sagen, okay, das lesen wir aus. Okay, dann haben wir unsere Lot Size einmalig und beim Trade Event wird dann die Lot Size beispielsweise vergrößert. So sparen wir Rechenkapazität nicht. Das ist Trade. False. Okay, und dann gehen wir jetzt zum nächsten Log, der auch, wie auch immer der aussehen wird. Und verbinden das Ganze hiermit. So, das wäre also zumindest so eine einmalige, naja, Schleife ist ja nicht direkt, eine einmalige Zuweisung. Also jetzt nur, also man kann dort verschiedene Sachen einmalig einlesen und der Assigned-Look sichert halt, dass dies dann auch wirklich hier, also dann wird die, wenn es einmal durchgelaufen ist, geht es halt hier durch und hier weiter. Und beim zweiten Mal geht es dann automatisch hier weiter, wird also dieser Block gar nicht beachtet. Assign ist, finde ich, auch wichtig, wenn Sie eine Reverse-Strategie fahren wollen, also sprich, wenn Sie sagen, okay, wenn die letzte Position im Verlust war, dass
Sie sagen, okay, Variable, wie auch immer, bei beispielsweise, also wenn Sie vorher eine Long-Position aufgebaut haben, diese verloren haben, soll er beim nächsten Mal ein Reverse, also auch abhängig von den Signalen, eine Gegenposition, also eine Sell-Position ja, ausführen. Also sprich, wir gehen jetzt mal davon aus, dass hier unsere Signale her, wie auch immer, es könnten Indikatoren, Berechnungen, wie auch immer sein. Hier kommen also die Signale an und sagen, if Richtung beispielsweise, Richtung, wenn also die Richtung true, also ich sag mal, true ist für mich jetzt bei. Wenn die Richtung true ist, dann beispielsweise gibt dann wieder Berechnung sein, dann soll im Endeffekt, also hier könnten dann wieder irgendwelche Berechnungen sein. Und dann soll gekauft werden. Okay. Dann könnten wir beispielsweise Last Trade Event, könnten wir dann sagen, also es ist jetzt nur beispielhaft und nur anschaulich. Natürlich muss man in einen Positions Viewer, wie auch immer, noch hinzufügen, Berechnungen, Indikatoren, wie auch immer, was auch immer Ihre Strategie beinhaltet. Also, es soll jetzt nur zur Lösung eines Problems, wie man eine Reverse-Strategie fahren könnte, wie man, also es ist eine Möglichkeit, wie man diese automatisieren kann. Wenn Sie beispielsweise, Sie haben also Position, Position, haben hier, meine Positionen. Na, okay. Meine Positionen. Profit Loss in Pips oder in US-Dollar ist Ihnen überlassen. Also wenn der Profit Loss in Pips beispielsweise größer als 1 ist, also als minus 1 in diesem Fall, ich glaube, da muss ich nochmal ein Double nehmen. Minus 1, also kleiner als minus 1. Oder Sie sagen, dass der Close Price wenn Sie jetzt eine Buy-Position haben, also ich mache es mal ganz kurz, dass wir hier nochmal den Positions einfügen. Meine Positionen, offene Positionen. Na, okay. Wenn die Position long ist, ist besser. Wenn die Position long ist, Position long ist und der Close Price Open Price hier. Wenn der Close Price unterhalb des offenen Preises ist, dann ist sein Close Price tiefer als sein, ja. Dann ist sein Richtung to false. Und das Ganze natürlich andersrum. Kopiere ich mal ein bisschen schnell. Copy Blocks, Paste Blocks. Hier ist natürlich andersrum. Und dann wäre die Richtung hier true. So, und hier wäre dann
die ganze Geschichte. So. Also wenn wir die Berechnung, ich mache es jetzt bloß für die andere Seite, dass Sie das sehen. Hier kommt dann eine Zahl hin. Nee, andersrum. Ja, doch, ist richtig, genau. Okay. Gut. Das wäre zum Beispiel eine ganz einfache Reverse-Strategie. Auf das letzte Handelsergebnis letztendlich, ob ich im Plus oder Minus wäre, ob die jetzt funktioniert. Also so zumindest so die Grundblöcke. Das müsste so funktionieren. Dies auch. Natürlich wird jetzt jede Position durchgeführt nach 10 Minuten. Also hier fehlt ja noch ein bisschen was. Aber so wäre zumindest jetzt nur die Reverse-Komponente abbildbar. Ich zeige das nur, weil eine Frage dazu war, wie man eine Reverse-Strategie machen kann. Calculation Expression, um es mal ganz kurz, also ich habe mit dem Counter, habe ich das vorhin schon gezeigt. Ich würde vielleicht mal ganz kurz noch die Calculation Expression zeigen, weil ich die Fibonacci-Formel jetzt nicht im Kopf habe, aber das ist zumindest eine relativ umfangreiche Formel, meine Strategien. Und nicht erschrecken, es wird jetzt ein bisschen viele Blöcke. So, hier wäre dann beispielsweise die Anwendung dieses einmaligen Eins. Also ich habe jetzt zwei Berechnungen drin, die ich nur einmalig haben möchte. Und hier wäre dann weg. Okay, das ist die falsche. Ich glaube, die ist auf dem anderen Rechner gespeichert, weil dort eben die Geschichte mit dem Fehler in der Wurzel ist, kann ich die halt hier nicht bilden als Java-Code. Würde ich dann vielleicht an eine komplexe Strategie weiterreichen, wo ich das Martingale-System vorstellen will mit Fibonacci-Levels. Sie können beispielsweise mit Calculation Expression auch Fibonacci Retracements berechnen lassen aufgrund einer Formel. Sie können ja Nullpunkte quasi bestimmen, wie auch immer. Also ist da wirklich relativ offen und also falls die Frage auftaucht, wie man den Exponenten machen kann, wenn man zum Beispiel sagen kann, okay, das Risiko ins Quadrat. Aber das kennen Sie sicherlich von Excel. Ich kenne das hier nicht. A2, das habe ich in einer Tastatur. Wo das hier ist. Jetzt habe ich. Vielleicht. Ja, okay. Was wäre denn das Risiko zum Quadrat? Ganz kurz erklären. Ja. Also eigentlich wie im Excel kann man dieses Ganze verwenden. Ich habe jetzt leider keine Formel im Kopf, was man jetzt so einfügen könnte. Jedenfalls, wenn Sie diese, ich zoome mal kurz ran, wenn Sie diese Operation benutzen, dann funktioniert die Calculation Expression. Modulus vielleicht ist der ganzzahlige Teiler von einer Zahl, also wenn Sie sagen 2 mod 7 beispielsweise, minus 8, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber minus 8, das ist es dann Rest 1 in diesem Fall, also wird dann eine 3 angezeigt und so weiter. Ja, da können Sie aber sicherlich googeln und das ist hier ein gefährliches Halbwissen dahingehend, zumindest was ich Ihnen da sage, schon ziemlich lange her, meine Programmierkenntnisse. Das müsste aber so funktionieren. Jetzt würde ich Ihnen vielleicht noch was zeigen, eine Strategie.
wo es vielleicht so ein bisschen übersichtlich ist. Hier vorne drin. Schauen wir eben. Das Problem ist, dass die meisten Strategien auf einer Festplatte sind. Ich zeige Ihnen vielleicht mal eine Strategie, die ich gemacht habe, die auch funktioniert, aber hat mit mathematischen Glücken jetzt weniger zu tun. Was man vielleicht zeigen könnte, okay, ja, das ist relativ, das habe ich aber eigentlich schon gezeigt, wie man die Lot-Size bestimmt, aber eigentlich habe ich das gerade schon gemacht, okay. Vielleicht kann man noch mal ins Forum schauen. Ist eine richtige Beispielstrategie. Ich denke mal, wenn man Strategien erstellt, ist halt immer irgendeine Berechnung mit drin. Irgendwelche Zuweisungen, also wenn die dann etwas größer wird, kommt man da nicht umher, diese Sachen zu benutzen. Ich glaube, wichtig ist mit diesem Assign-Block, Calculation-Blöcke, ganz ehrlich, ich denke mal, das ist eigentlich alles klar und sollte auch selbsterklärend sein, diese Blöcke. Wichtig wäre halt wirklich, dass sie auf die Typen achten. Wenn Sie also, wie schon gesagt, eine Double-Zahl, also eine Zahl vom Typ Double, berechnen lassen wollen mit einem Integer, dann halt meistens, also mit einer Ganzzahl, dann kommt halt auch ein Double meistens raus. Und dann kann also das Resultat eben nicht vom Typ Integer sein. Das ist auch klar. Knowledge Base. Schon. Also ist jetzt die englische Forum, das englische Forum jetzt dort halt ein wenig umfangreicher ist. Gehen wir hier in eine Strategie rein. Dittelele. Okay, nehmen wir uns die mal kurz runter. Und schauen wir mal, was das ist. Ich das nicht langsamer. Okay, also ist jetzt eine Strategie von einem Benutzer, frei verfügbar im Forum und er versucht hier quasi, wo das habe ich geschrieben, er versucht hier das höchste hoch, beziehungsweise in diesem Fall sucht er den Durchschnitt der letzten fünf Hoch- und Tiefpunkte. Zum Beispiel wäre das auch noch ein Beispiel. Wenn Sie hier beispielsweise ein Array von fünf Kerzen haben, diese dann mittels dem Loop Viewer ja, bestimmen wollen, beziehungsweise berechnen wollen, jeder Kerze können Sie halt hier Kerzen hoch plus Kerzen minus pro Kerze, also wenn Sie wirklich nur, also das machen Sie für jede Kerze, addieren Sie also den Hoch- und Tiefpunkt, dividieren ihn durch 2 und dann kommt dort dann eben dieser Durchschnitt raus. Der Benutzer wollte den Durchschnitt der letzten Kerzen haben so wie er es letztendlich haben wollte, funktioniert es natürlich nicht. Da wird also irgendwas mit 1, glaube ich, auch und rauskommen. Also das haut ja nicht ganz hin, wenn man Euro-Dollar betrachtet. Aber ich glaube, er hat es dann später selber hinbekommen. Also mit dieser Calculation Expression wäre
zum Beispiel alles, was eben mehr als plus, minus, mal geteilt, dividiert, multipliziert. Wenn das mehr umfasst, dann muss man also wirklich eine Calculation Expression machen, benutzen, und das Ganze durchführen zu können. Also das wäre mit einem normalen Calculations-Block, zumindest in einem Block, nicht möglich. Okay, dann zeige ich vielleicht ganz kurz, heißt hi, kann ich ja nochmal zeigen. Da kommt zumindest auch die Zuweisung noch drin vor. Gehe ich mal in den deutschen Bereich. Häufig gestellte Fragen. Offenbar Strategien lassen. Nee, wir müssen nicht. Dann war es doch im Englischen. Highest High, Lowest Low. Okay, nochmal eine kleine Anwendung wie zum letzten Mal. Ich glaube, ich habe das schon alles mal gezeigt. Genau, also hier sehen Sie zumindest den Assign-Block, wie man diesen innerhalb einer Schleife zuweisen kann. Get historic again, also die letzten fünf Kerzen werden initialisiert. Wir können es auch an Candle machen. Müssen natürlich vorher den Höchstpunkt als 0 definieren und den Tiefstpunkt als 2000. Habe ich beim letzten Mal schon erklärt, weil sonst die Werte nicht angenommen werden. Die jeweils Hoch- und Tiefpunkte. Und innerhalb eines Arrays oder einer Schleife werden dann die jeweiligen Hoch- und Tiefpunkte zugeordnet und diese quasi gespeichert. Was eben auch sehr wichtig ist. Und diesen Assign-Block könnte man dies halt schwer machen. Ich glaube, das geht auch, aber ist einfacher und übersichtlicher, wenn man es mit diesem Block macht. Also Sie können auch Werte innerhalb einer Schleife speichern, sich rausholen. In diesem Fall wäre ja dann, wenn Sie hier eine Pending Order setzen, in diesem Fall an jeweils an den Hoch- und Tiefpunkt, dann würden dann immer Pending Order nach jeder Kerze, in diesem Fall auf jeden Tick, ansonsten hier nach jeder Kerze initialisiert. Sie können das dann benutzen. Ja, also das als Beispiel dazu ist zum Assign-Block zusätzlich noch relativ wichtig. Fällt mir noch was ein? Ich glaube, das war es auch soweit. Also ich bin der Meinung, dass man diese Einteilung, deswegen war es auch nur ein Vorschlag, hat sich leider niemand andere Vorschläge gemacht, dass man also diese Komponenteneinteilung, wie die als Vorschlag von meinen Kollegen übernommen wurde. Ich finde, wenn man eine normale Strategie bauen möchte, also jetzt keine einfache, sondern eine etwas, naja, nicht komplizierte, aber eine normale Strategie bauen möchte, dann kommen zwangsweise nahezu alle Blöcke drin vor. Egal, was man macht, also ob man nun initialisieren möchte oder der If Multiple Action und die Viewers, also die Schleifen kommen zwangsweise irgendwo drin vor, wenn man irgendwas an der Position oder irgendwelche Schleifen verwenden möchte, kommen die immer drin vor. Mathematische Blöcke, jetzt ganzes Thema für eine Stunde zu gestalten, okay, habe ich gemerkt, ist ein wenig schwierig. Ich glaube, ich werde das nächste Mal auch zusammenfügen, weil, ja, also eine ganze Stunde für drei Blöcke, die ich eigentlich nahezu beim letzten Mal schon erklärt habe, finde ich dann doch ein wenig übertrieben. Also als Layer Trading bin ich froh, dass wir darüber jetzt keine Stunde machen müssen. Aber Sound Alert, glaube ich, habe ich auch schon erklärt. Kann ich ja vielleicht noch mal ganz kurz erklären, um einfach noch die restliche Zeit zu nutzen. Get Time Unit habe ich schon erklärt. Stop Strategy wäre einfach nur, ja, dass die Strategie an einem bestimmten Punkt stoppen soll. Finde ich persönlich im Moment zumindest nutzlos. Ich persönlich. Weil ich ja die Strategie nicht stoppen lassen will an sich, sondern ich will ja
wenn dann den Kauf und Verkauf oder Veränderung von Variablen stoppen und nicht die ganze Strategie. Das finde ich also persönlich. Okay, Stop-Strategie wäre dann, wenn man ein Margin Call oder Margin Cut bekommt, okay, aber ja, man könnte es auch anders regeln. Sound Alert, wie Sie sehen, können Sie. Ah, wir hatten eine Frage zu einem Indikator, wie man dann einen Indikator selber bauen kann mit Visual J Forex und diesen dann in der Plattform hören kann, also wenn man die Strategie dort laufen lässt. Dazu fällt mir ein, das habe ich glaube ich schon mal gezeigt bei einem Fraktal. Genau, laden wir mal ganz kurz hoch. Können wir den Sound Alert testen? Also Fraktal ist ja nichts anderes als Kerzen über n Perioden, davon die Mitte. Also links und rechts dieselbe Anzahl an Kerzen und jeweils in der Mitte der Kerze soll ein Hoch- oder Tiefpunkt sein. Und dann wird auf dem Chart in der Plattform wird dann ein, je nachdem, wenn es ein Hochpunkt ist, wird also ein grüner Pfeil nach unten jedenfalls ist in der Mitte dort, wird dann ein Fraktal produziert, jeweils hoch oder tief, um dann die Richtung zu bestimmen. Und ich habe das hier damals für einen benutzt, halt mit einem Sound Alert gekennzeichnet. Also immer wenn ein Fraktal ausgebildet wird, kommt dann halt ein Sound Alarm oder dann eben Ring Yes und Oh Yeah, wie auch immer. Nee, Ring, nochmal ein Ring. Yes heißt ja nur Backtesting. Also gibt es dann verschiedene Einstellungen. Teilweise sehr lustig. Um dann einfach zu signalisieren, okay, hier passiert jetzt was oder hier hat sich jetzt ein Signal formiert. Also in diesem Fall, wenn dann ein Fraktal ausgebildet wird, dass dann dort ein Sound abgespielt wird. So könnte man es zum Beispiel als Benutzer wollte gerne, wenn also eine Reverse in den Kerzen herrscht, also sprich, wenn zwei aufeinander folgende Rotkerzen eine grüne Kerze folgt, dass dann dort ein Sound abgespielt wird, dass also quasi ein Reverse-Trend erfolgt und dann ein Sound abgespielt wird. Das könnte man mit Visual J Forex durchaus machen. Man könnte die Strategie bilden. In Visual J Forex relativ einfach. Man braucht jetzt nochmal so 8 Blöcke dafür. Dann wäre das fertig, die ganze kompilieren und dann als Strategie laufen lassen und schon haben Sie Ihren Soundalarm. Mit Visual J Forex kann man halt nicht, im Moment halt noch nicht diese, wenn Sie einen Indikator in die Plattform hinzufügen möchten, haben Sie ja gewisse Auswahlmöglichkeiten und so weiter. Beziehungsweise in dieser Indikatorliste taucht denn Ihr eigens erstellter Indikator nicht auf, sondern also er taucht halt als Strategie auf. Das wäre vielleicht der große Unterschied. Man kann also indirekt Indikatoren erstellen. Also das ist jetzt hier der Fraktalindikator, der aus dem Visual Forex-Tool, sage ich mal, oder Möglichkeiten herausgenommen wurde, aufgrund dessen, weil er eben zu viel Fehler produziert, wie auch der Support und Resistance. Das kann man alles mit Visual Forex programmieren, eben bloß eben nicht als Indikator, sondern eben als Strategie. Und dort eben. Also man müsste dann dort eben die Signale nutzen, man müsste eben nur mehr Blöcke programmieren, als wenn man jetzt den Indikator initiieren möchte. Okay, ich hoffe, mathematischen Blöcke sind soweit gut rübergekommen. Eine Minute noch. Ich hoffe, ich habe noch ein bisschen was zusätzlich erklärt, was dann vielleicht auch hilfreich ist für den einen oder anderen. Ich bitte Sie inständig, das Forum zu benutzen, topiscopy.com und dann auf das Visual J Forex und dann auf das Forum. Englisch wie Deutsch, wie auch alle anderen Sprachen, die Sie gerne sprechen oder die Antwort gerne haben möchten. Englisch werden alle Mitarbeiter betreuen, Deutschen nur ich und natürlich für die einzelnen anderen Sprachen natürlich jeweils anderen Kollegen.
Ja, wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag. Hoffe, Sie fanden es am. Wenn nicht, bitte einfach Kritiken äußern. Bin gerne bereit, was zu verändern, was zu verbessern, wie auch immer. Wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag, erfolgreiches Trading und bis nächste Woche Mittwoch um die gleiche Zeit. Tschüss!